Ja, hi Leute, JSOC303 ist wieder am Start. Heute mal nicht mit einem Mod-Schule-Video, weil es sich ja zu Light vor sehr, sehr viel ändert, aber da haben schon verschiedene Leute da draußen bei euch in der Community so viele angenommene Videos gemacht, weil Bungie hat ja ein Build-Crafting gepostet, sage ich jetzt mal, auf dem eigenen Blog und der ist ein bisschen widersprüchlich, aber da müssen wir später drauf eingehen, wenn denn Lightfall erschienen ist. Heute zeige ich euch mal von meiner Seite, ich habe ein bisschen an einem Jäger gebaut, meine Builds. Wir fangen mal an mit dem leeren Jäger, ohne groß rumzureden, wir gehen mal direkt rein. Und was war meine Intention? Und ihr kennt das ja schon, ne? Den Harnisch des Jagdfalken. Warum benutze ich das? Also es geht rein um PvE, so wie immer bei mir. Und fangen wir mal mit dem Bogen, hätte ich fast gesagt, aber ist ja ein Bogen, an, weil der ist ein, ich glaube, 35% auch Debuff, so wie die Traktorkanone oder ein bisschen weniger momentan. Das ist schon mal gut für Bosse. Und dann gehen wir mal hier rein, also Echo der Vergeltung, weil ich mache Todesstöße und bekomme dann ein bisschen Superenergie zurück, wenn ich umzingelt bin. Macht Sinn, weil in Destiny passiert ja immer viel im PvE, meistens zumindest. Und da ist das ganz gut. So, dazu nehmen wir aber, und das ist wichtig für dieses Bild, Echo der Instabilität. Warum? Weil wenn ich Ziele mit Granaten besiege, erhalte ich die sogenannten, und darauf basiert das ein bisschen, flüchtigen Geschosse für deine leere Waffen. Gibt mir noch 10 Stärke, was ich nicht unbedingt brauche jetzt als Hunter, aber auch wenn es ein bisschen runtergenervt ist, ich komme da gleich noch drauf, ist das ziemlich stark, weil ich stacke das auf 3-mal. Mit den flüchtigen Geschossen und habe dazu 2 aktive Damage Buffs noch zusätzlich. Das heißt, ich habe eigentlich, 5-mal einen Buff. Dann hätte ich noch hier Echo der Ausdauer, da wird um 2-3 Sekunden die Unsichtbarkeit verlängert, Überschild, Verschlingen etc. Es zieht mir ein bisschen Mobilität ab, ist für einen Hunter nicht immer so clever, aber in meinem Fall für PvE kann ich damit sehr gut leben. Dann hätten wir den Verschwindeschritt, das ist ganz einfach wegen dem Ausweichen, dass es mich unsichtbar macht und zur gleichen Zeit meine Waffen nachlädt. Und die Trapperhöhle oder Trapperhöhle, ganz klassisch für Schwächen und Unsichtbarkeit. Ja? So, wie funktioniert das eigentlich in der Praxis und was will ich eigentlich von euch? Eigentlich gar nichts. So, wir gehen mal hier, ihr kennt das ja schon, mein Lieblings-Lost-Sektor rein. Und so, der Bogen ist aufgeladen, passend. Ich mache mich jetzt mal unsichtbar. So, das kennt ihr schon. Ich habe das 7 Sekunden. Ja, wie gesagt, kann man verkürzen, kann man auch ein bisschen verlängern. So, jetzt komme ich raus und habe natürlich keinen Buff. Ne, das wäre Nummer 1. Ich demonstriere das nur mal, damit man es ein bisschen mehr versteht, was ich überhaupt meine. Jetzt mache ich mich nochmal unsichtbar. Und wenn ich jetzt die Waffe aktiviere, schaut mal links, habe ich flüchtige Geschosse, knapp 10 Sekunden. Ja, 9, noch irgendwas. Man kann es nicht genau sehen. Jetzt sind die weg. Und jetzt komme ich dazu, warum X3. Also ich habe die Granate, die mich unsichtbar macht. Dann habe ich hier meinen Verschwindeschritt. Ich habe das Wort nicht erfunden. Und wenn ich da rausgehe und das immer in Kombination mache, habe ich eigentlich immer, wenn ich mich richtig anstelle, zum Beispiel wie jetzt, habe ich ein Backup. Habt ihr gesehen im Superbaum, hätte ich fast gesagt, in meinem Skillbaum, ich kann es nicht anders sagen, weil ich finde, für Subklasse klingt das so schräg, habe ich wieder, man sieht es links jetzt nicht mehr, aber der leere Waffenboost ist auch noch drauf, komme ich gleich wieder drauf, ist eine alte Angewohnheit von mir, den immer mitzunehmen, egal bei welcher Subklasse, also, wir fassen mal zusammen, auch wenn es ein bisschen konfus klingt, weil man kann es nicht sagen, dass das ein gestackter, sag ich mal, Buff ist, mit den flüchtigen Geschossen, weil es sind ja 3 unterschiedliche. Das heißt, einmal mache ich mich unsichtbar und löse ich das Feuer aus. Auf dem Feind, seht ihr links, habe ich meine 9 Sekunden flüchtige Geschosse. Und das kann ich halt kombinieren, weil wenn ich jetzt hier hochrenne, die Jägerspieler von euch werden jetzt sagen, oh, ist doch nichts Neues. Naja, ist es so gesehen nicht, aber es ist sehr effektiv, weil jetzt mache ich das wieder. Wir pimpen das mal runter. 6, 5, 4, 3, 2. So, und jetzt wäre ich raus. Aber es ist nur zu Demonstrationszwecken. Und jetzt nehme ich die Granate als Backup. Und habe durch den oder durch das Fragment natürlich wieder flüchtige Geschosse. Also verstanden, ja? Also man hat den Verschwindeschritt.
Dann hat man die Granate und dann hat man die Smoke Bomb. Ist ja auch eine Granate, aber ihr wisst, was ich meine, wo ich mich unsichtbar mache. Das heißt, im Umkehrschluss, um mal ein bisschen Mathematik aufzufahren, hätten wir 3x9 Sekunden. Und das kann man gut funktionell einsetzen, zum Beispiel bei einem Boss oder bei großen Ad- oder Mob-Gruppen. Und das war es eigentlich schon fast. Dazu kommt aber, ihr seht das gerade links, das Übliche mit den leeren Waffenboost. Jetzt guckt euch das mal an. Ich zeige gleich die Waffe, was ich da drauf habe. Da kannst du alles wegmachen. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Ich kann ja mit dem Verschwindeschritt mich nicht nur unsichtbar machen, sondern die Knarre nachladen. Und jetzt habe ich den Buff wieder drin. Ja, und da bei so einem MG lohnt sich das auf jeden Fall. Aber hier, wie gesagt, ihr kennt das ja da draußen. Wichtig ist aber die Kombination. Also, dass man aus der Unsichtbarkeit hier gesehen diesen Boost bekommt. Und wie man sieht, wenn man den leeren Waffenboost noch dazu hat, das erkläre ich gleich. Aber das kennt ihr schon aus meinen Modschule-Videos. Dann ja, habt ihr eigentlich, naja, ich will es nicht übertreiben, aber ihr habt schon drei Dinge wie das hier auf flüchtige Geschosse gestackt. Nenne ich es jetzt mal so, ist kein richtiges Stacken, weil das ist eure Spielweise, sag ich mal, oder in dem Fall meine. Und dazu zwei aktive Damage-Buffs. Der eine kommt vom monochromatischen Maestro. Ja, das ist hier. Mal selbst als Solo-Spieler lohnt sich das auf jeden Fall, weil der Solo-Agent, wenn ich dann in eine Gruppe joine, habe ich auch schon mal gesagt, musst du jedes Mal die Mod wechseln. Ne, das macht ja auch keinen Sinn. Also den nehme ich mit und mein altes Lied, elementare Zeitausdehnung, immer gut behalten. Also bis Lightfall, dann ist sowieso Ende damit, aber müssen wir mal gucken, wie es dann zu bauen geht. Und halt Quelle der Macht. So, dadurch strecke ich die Zeit mit Quelle der Macht, habe hier den Damage Buff drauf und noch zusätzlich, weil hier hatte ich ein bisschen Glück, ich werde die nicht craften können, weil ich habe nicht so viel Red Border davon bekommen und kaufen möchte ich mir die nicht dauernd, weil jeden Reset könnte ich das machen, aber das ist mir auf Dauer ein bisschen zu teuer mit dem Farm der Umbralenergie. Hier reicht völlig aus, eine Warpel-Version und ja, dass das Magazin nicht unter die 80 rutscht. Ja, ich habe in dem Fall 84. Es gibt, glaube ich, eine Version, da bist du bei 115 oder 125. Aber selbst das spielt keine Rolle beim Hunter, weil wenn ich so mache, ist ja eh nachgeladen. Ne? Also, das sollte es erstmal sein von dem Jägerbild. Das ist was, ja, ganz Normales, würde ich mal sagen. Aber es ist definitiv mega stark, weil, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal am Ende bitte. Granate, flüchtige Geschosse. Smokebomb-Granate, flüchtige Geschosse aus der Unsichtbarkeit heraus. Also wenn ich unsichtbar bin, geht das nicht. Ich muss die Unsichtbarkeit hier raus und jetzt werden die getriggert. Man sieht es wieder links. Ne? Und wenn ich das so mache, habe ich nachgeladen, habe wieder die flüchtigen Geschosse. Das heißt, eigentlich wieder eine Kombination, ich würde sogar sagen, fast eine Synergie von irgendwelchen kleinen Sachen auf dem Jäger. Ich nenne es klein, weil der ist sehr fragil und agil. Und da kann man das schön kombinieren, inklusive der Granate. Wie gesagt, nicht vergessen. Ganz wichtig ist hier, ne, dass ich unsichtbar bin mit dem Verschwindeschritt und dass ich ganz normal die richtigen Fragmente und die Aspekte einschleuse. So, jetzt kommen wir gleich mal zu meinem Arc-Bild. Das ist nicht wirklich so spannend. Aber ich habe es ein bisschen ausprobiert und da gehen wir jetzt gleich mal rein. So, hier sind wir bei meinem Hunter für das kleine Arc-Bild, so möchte ich es mal nennen. Also ich benutze ganz normal, die habe ich mir gegrindet, ganz schlechter Roll, nicht lachen. Sternverschlinger-Schuppen ist klar. Ich packe hier immer drauf, da ich das mal zeigen kann, Sphären der Wiederherstellung. Wenn du eine Sphäre der Macht aufnimmst, weil das auch in Lightfall sehr interessant wird, erhältst du eine kleine Menge Energie für die Fähigkeit, deren Energie zurzeit am niedrigsten ist. Das heißt, kann man zwei stacken und baut euch schnell wieder auf, weil beim Arc-Build oder ihr nehmt die Assassinenkappe, könnt ihr auch gut nehmen, dann habt ihr eigentlich immer den Nahkampfschaden. Sowieso beim Dodge, der lädt sich ja dann auf, aber darum geht es hier diesmal nicht. Wie gesagt, ich nutze hier den Arcus Akrobat mit dem, Arcus Stab, ja. Ich weiß gar nicht, gilt das als Arcus Akrobat? Das wurde damals umbenannt, genau. Also wie gesagt, den Arcus Stab,
den man schmeißen kann, also werfen kann. Das zeige ich dann gleich nochmal. Gibt ja verschiedene Sachen, wo er den trägt. So, hier ganz normal wieder, ne? Das Ausweichen, damit ich die Munition im Falle aufladen kann oder nachladen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Funke der Magnitude nachladens, das ist sehr wichtig. Funke des Feedbacks kann man auch wahlweise ein bisschen ändern. Aber Funke der Resistenz ist sehr wichtig, weil der Hunter, wie gesagt, vorhin auch im Lehrebild erwähnt, sehr fragil ist und kriegt einer vom Koffer und dann wisst ihr, was passiert. Dann ist er mal weg, während der Titan mit seinem Hammer immer noch dasteht und 20 Mal eine Wiederherstellung hat. Kleiner Spaß am Rande. So, also wie funktioniert das bei dem? Hier gibt es eigentlich nur zwei Funktionen, kann ich ja hier nochmal zeigen. Dasselbe lasse ich immer drin, elementare Zeitausdehnung auf Quelle der Macht. Kriege ich den Bonus, weil ich jetzt Arkus-Waffen habe. Ich zeige das mal hier. Das sind nur Beispielwaffen, ja, außer Rand und Band und Wendigo. Und dann kann ich ganz normal, das ist noch kein Buff, ne, mache ich einfach hier eine Quelle der Macht. Dann springt die raus. Die haben wir ja bald auch nicht mehr, so wie es eigentlich waren. Jetzt habe ich schon x2 mal, seht ihr schon, links den Arkus-Waffen-Buff. Also es hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich zeigen will, aber das ist der, ich sag mal, der kleine Vorteil immer, wenn man das immer drauf lässt, eine Quelle der Macht mit der Zeitausdehnung. Und man merkt sich das ein bisschen, dass man auf die Waffen, also dass das super gematcht wird, den Bonusschaden hat, dann, ja, dann werdet ihr merken, auch bei höheren Aktivitäten, wie schnell manchmal die Gegner fallen können. So, was muss ich jetzt tun, damit die Sternverschlingerschuhe überhaupt aktiviert werden oder zumindest ihre volle, ja, Power entfalten können? Es gibt einen, ich sag mal, einen versteckten Buff, der wird gleich angezeigt. Das ist ein bisschen verwirrend von Bungie gemacht. Er nennt sich Festmahl des Lichts. Was bedeutet das? Also ich muss meinen Super erstmal haben, das habe ich jetzt. Ja. Und dann muss ich Gegner töten, Energie aufnehmen, etc. pp. Und dann zeige ich euch das gleich mal weiter oben bei den Mobs. Dann seht ihr links, und links ist halt das Wichtigste bei Destiny mitunter, dass man immer die Buffs und Debuffs im Auge behält. Das ist ein bisschen verwirrend, gerade für neue Spieler. Ich habe das schon mal gesagt. Ja, also ich mache jetzt irgendwelche Energien. Und jetzt guckt ihr einfach mal, wenn ich durchlaufe. Es sei denn, die radiolarische Flüssigkeit, mein Gott, blockiert das. Manchmal ist das so, das kommt durch die Engine. Und jetzt muss ich halt durch Kills und aufgenommene Energie mein Super, was ich vorhin erzählte, wo ich hier hoch bin, quasi verstärken. So, und das ist gar nicht mal so easy, wenn ihr in einer höheren Aktivität seid, weil man möchte ja das Super öfters benutzen. Und in meinem Bild ist das eben nicht so. Also hier spart man sich das Super quasi auf. Wenn man, ja, Beispielanwendung wäre der Dungeon Boss bei Säule der Wächterin, also der Endboss zum Beispiel, dann wäre das sinnvoll aus folgendem Grund. Weil, wenn der Arkusstab also vierfach überladen ist, teilt er natürlich nicht vierfachen Superschaden aus. Also, jetzt seht ihr das schon links. Ich gehe mal an die Wand hier. Festmahl des Lichts X2. Ja? Ihr überladet das Ding natürlich nur und das kommt halt durch die Stiefel. Und da sagen aber viele draußen, na, so stark sind die nicht, weil man hat ja auch ein bisschen rumgeschraubt bei Bungie. Kann ich so nicht bestätigen. Ich lese es einfach mal vor, damit man es versteht. Du erhältst zusätzliche Superenergie, wenn du Sphären der Macht aufhebst. Das ist noch so ein Bonus, ne? Wenn deine Superenergie voll ist und du eine Sphäre der Macht aufhebst, also damit könnt ihr das stapeln, wird deine Superenergie überladen. Superenergie ist falsch übersetzt, weil es müsste eigentlich heißen, deine Ulti oder... Weil man hat zwar Energie, aber die hat man natürlich auch in den Fähigkeiten etc. pp. Also es müsste sein oder übersetzt sein, das Super wird überladen. So. Und in der Praxis sieht das halt so aus, dass Festmahl des Lichts, solange ihr lebt, wird nicht gelöscht. Ja? Ihr braucht dann natürlich Meisterwerkwaffen, damit ihr, wenn ihr alleine unterwegs seid, dementsprechend Sphären der Macht droppen lassen könnt. Also wie in dem Fall, dass die generiert werden. Hier liegt eine, ich gehe jetzt mal durch. Zack, X3. Ja? Wie gesagt, das meinte ich vorhin mit Energie. So, wir pumpen das aber mal. Und da liegt wieder eine, jetzt auf X4, paff, da waren sogar zwei. Jetzt hätten wir die Stiefel erstmalig, und das verwechseln wirklich viele da draußen, Maximum
Also maximal überladen. So, und dazu habe ich noch den Schadensbonus von dem Maestro, sagte ich vorhin im Lehrerbild schon. Dann das überladene Super und Quelle der Macht noch als gestreckten Damage-Bonus. Den brauche ich aber jetzt nicht, weil guckt einfach mal hin, was passiert. Zack. Das war's. Und das war eigentlich alles schon. Wie gesagt, ich würde es noch nicht mal ein Bild nennen, für Arcus zumindest. Aber so könnt ihr ein bisschen daran rumschrauben, wenn ihr in der Gruppe oder von mir aus alleine seid. Ihr seht es ja links jetzt. Ich habe einen Arcus-Waffenbonus, Schadenbonus, Arcus-Waffen-Boost meine ich. Und dann noch kombiniert mit dem Festmahl des Lichts X4 seid ihr, ich sag mal, als Hunter richtig gut dabei. Welche Mods ihr jetzt natürlich hier nehmt, ich kann nur Empfehlungen geben. Also ich habe jetzt hier Maschinengewehr-Reserven, noch von dem Lehrebild ist ja klar, dass das beim Granatwerfer nicht funktioniert. Aber wichtig ist immer, ich wiederhole das gerne dreimal, Quelle der Macht, Zeitausdehnung, gibt euch den Ultimate, ja, 12 Sekunden Buff oder 13, Damage Buff wohlgemerkt, monochromatischer Maestro noch oben drauf und dann den überladenen Stab, dann seid ihr richtig gut dabei und vor allem unterstützt ja eure Kollegen gerade in einem Dungeon oder von mir aus Raid, wo das möglich ist und probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, das sollte schon gewesen sein. JSOC303 ist raus, Freunde, und bis zum nächsten Video, wenn es ein bisschen mehr um Lightfall geht. Bye, bye.